Hi, mein Name ist Chris, ich arbeite seit fast genau einem Jahr bei Lieferando als Lieferfahrer und ich dachte mir, heute reden wir mal ein bisschen über Trinkgeld. Das hier war ich vor circa 2 Jahren. Naja, warum soll ich denn Trinkgeld geben? Die haben sich doch für den Job entschieden, sind ja nicht angewiesen auf das Trinkgeld. Überhaupt, warum soll ich dem Trinkgeld geben und dem nicht? Teilweise ist diese Meinung von mir immer noch so, also ich frage mich auf jeden Fall immer noch, warum jetzt zum Beispiel ich Trinkgeld kriege und ein Postbote kriegt kein Trinkgeld. Oder noch direkter wäre, warum kriege ich Trinkgeld, der das Essen bringt und nicht der Koch, der das Essen gemacht hat. So, diesen Teil der Meinung habe ich immer noch so ein bisschen, aber mein generelles Verhalten gegenüber Trinkgeld hat sich auf jeden Fall stark verändert, seitdem ich angefangen habe bei Lieferando zu arbeiten. Mittlerweile gebe ich immer Trinkgeld, weil ich durch den Job halt gelernt habe, was man für eine Freude in einem anderen Menschen auslösen kann, einfach nur durch so 2 Euro oder so. Denn ich freue mich immer unnormal über Trinkgeld. Es ist für mich immer noch so ein wahnsinniges Konzept, dass Leute mir einfach Geld schenken, obwohl sie das nicht unbedingt machen müssten. Aber ich stehe mit dieser Meinung bei Lieferando relativ alleine da. Es gibt Fahrer und Fahrerinnen, die ihre Laune daran koppeln, ob sie viel Trinkgeld kriegen. Das könnte ich mir zum Beispiel niemals vorstellen. Aber es gibt Fahrer, die sagen, wenn ich viel Trinkgeld kriege an dem Tag, dann war es ein guter Arbeitstag. Und wenn ich wenig Trinkgeld an dem Tag kriege, dann war es ein schlechter Arbeitstag. Für mich gibt es so viele andere Aspekte, die meinen Tag ausmachen, die meinen Arbeitstag ausmachen. Wie zum Beispiel das Wetter und ob es regnet und was für Strecken ich fahre und was weiß ich. Das sind alles so Aspekte, die meinen Tag beeinflussen könnten. Aber niemals Trinkgeld. Dann gibt es sogar Leute, die sagen, das ist eine Frechheit, wenn Leute kein Trinkgeld geben. Das werde ich auch niemals verstehen, weil für mich ist, wie gesagt, ich sehe immer noch diesen Aspekt, dass Leute mir Geld schenken, was sie nicht machen müssen. Und zu sagen, das wäre eine Frechheit, dass jemand dir kein Geld schenkt, was er dir nicht unbedingt schenken muss, verstehe ich halt auch nicht. Aber es gibt es auch bei uns so. An der Stelle könnt ihr mir mal bitte in die Kommentare schreiben, wie ihr das mit Trinkgeld seht. Gebt ihr Trinkgeld? Woran macht ihr fest, ob ihr Trinkgeld gebt? Wartet ihr zum Beispiel erstmal ab, ob er hochkommt und seht, ob der freundlich eine Ausstrahlung hat oder sonst was? Schreibt mir das mal gerne in die Kommentare, das würde mich mega interessieren. Und auch an meine Lieferando-Kolleginnen und Kolleginnen, schreibt mir mal bitte eure Meinung zu Trinkgeld einfach in die Kommentare, das würde mich auch mega interessieren. Einfach mal, dass wir so ein bisschen ein Gespräch haben in den Kommentaren. Und was auch mega interessant war zu beobachten in dem einen Jahr, ist, wie verschieden Leute Trinkgeld geben. Es gab zum Beispiel einen Kunden, den hatte ich mehrmals, da bin ich immer in den 5. Stock gegangen und der hat mir 50 Cent hingelegt. Was ja nice ist, ich bin ja dankbar, ist ja nice so. Geil, ich freue mich auch über 50 Cent so. Aber das Witzige war, an dem gleichen Tag hatte ich mal so ein Erlebnis, wo ich zu einem anderen Kunden gefahren bin und der hat im 2. Stock gewohnt und hat mir 2,50 Euro hingelegt und hat gesagt, sorry, dass ich nicht mehr habe. So, sorry, tut mir leid, dass ich dir nicht mehr geben kann. So. Und ich war so, oh nein, danke, vielen Dank. Und dann gibt es auch Leute, die kommen aus dem 5. Stock dir entgegen, damit du nicht so viele Treppen gehen musst und geben dir dann auch noch Trinkgeld. Wo ich mir dann immer so denke, Bruder, danke, du bist doch schon entgegengekommen, du musst mir doch jetzt kein Trinkgeld mehr geben. So, kommen wir zu dem Titel des Videos. Ich sage euch erstmal, was mein geringstes Trinkgeld war. Mein geringstes Trinkgeld, was ich jemals bekommen habe, waren 20 Cent. Da musste ich auf jeden Fall ein bisschen schmunzeln, aber ich fand es trotzdem mega nice, dass er mir das gegeben hat, weil am Ende des Tages hätte es mir auch nicht geben können. Aber er hat sich gesagt, ich habe 20 Cent, ich gebe ihm die und das ist auch nice. So, ist ja auch Geld, so, was er mir einfach geschenkt hat. Mein höchstes Trinkgeld, was ich jemals bekommen habe, waren 10 Euro. Da gibt es aber auch eine kleine Vorgeschichte zu, also zu meinem ersten Mal, als ich 10 Euro bekommen habe. Denn es ist schon ein paar Mal passiert, was völlig wahnsinnig ist. Bei dem ersten Mal, als ich 10 Euro Trinkgeld bekommen habe, war das so, dass ich zu einer Adresse gefahren bin, da geklingelt habe, niemand hat aufgemacht, ich habe den Kunden angerufen. Die Kundin in dem Fall, sie hat gesagt, ach so, das ist meine Zuhauseadresse, wollte eigentlich zu meiner Arbeit bestellen. Dann bin ich von da aus, was relativ weit weg war, nochmal zu ihrer Arbeitsadresse gefahren und dann hat sie mir so als Wiedergutmachung 10 Euro hingelegt. Das war mega nice. Ich bin überhaupt nicht drauf klargekommen, dass Leute sowas als Trinkgeld geben könnten. So. Und seitdem ist das noch so ein paar Mal passiert, bestimmt 5-6 Mal ist das schon passiert, dass jemand mir 10 Euro hingelegt hat. Und das eine Mal war es so komplett, also ohne Emotion. Ich habe einfach das Essen halt hingestellt, er hat sich die Tüte rausgenommen und einfach 10 Euro hingelegt, Tür zu. Ich hatte fast keine Chance, Danke zu sagen. Wenn man 10 Euro Trinkgeld gibt, dann will man ja irgendwo auch schon so das Danke hören. Stell dich mir so vor, wenn ich jetzt 10 Euro geben würde, dann würde ich schon so gerne irgendwie eine Reaktion sehen von dem Fahrer. Aber der Typ war einfach so, hier, bam, zack, 10 Euro, zack, die Tür zu. Das ist auch so ein Erlebnis, was ich nie vergessen werde. Das war mein höchstes Trinkgeld. Das höchste Trinkgeld, was ich mitbekommen habe, ist auch eine witzige Geschichte. Ich komme so den einen Tag in die Hub rein und es hat sich angefühlt wie so Schulhof-Talk. Wie so,
irgendwas Krasses ist gestern in der Schule passiert und alle reden darüber. So hat es sich angefühlt. Ich bin so reingekommen und direkt der erste Fahrer kommt zu mir und sagt, ey, hast du gehört? Hast du gehört? Der eine hat 40 Euro Trinkgeld bekommen. Ich so, oha, echt krass, 40 Euro Trinkgeld? Wie 40 Euro Trinkgeld? Im Hintergrund höre ich schon so, wie andere auch gerade darüber reden. Ey, hast du gehört? Der eine hat 40 Euro Trinkgeld bekommen. Ey, 40 Euro Trinkgeld hat der eine bekommen. Krass, der eine hat 40 Euro Trinkgeld bekommen. Und dann bin ich weitergegangen und dann hat mich noch ein anderer Fahrer darauf angesprochen. Ey, hast du gehört? Der eine hat 40 Euro Trinkgeld bekommen. Das war mega funny. Und 40 Euro, überleg mal, Alter, 40 Euro. Einfach, dass du dir Essen bestellst. Essen hat ja wahrscheinlich schon 30 oder so gekostet. Oder wahrscheinlich noch mehr. Je höher der Preis vom Essen wird, desto höher wird oft auch das Trinkgeld. Deswegen, wahrscheinlich hat das Essen schon so 80 gekostet. Und dann hat der nochmal so 40 Euro Trinkgeld geblecht. Und an der Stelle an meine Fahrer und Fahrerinnen-Kollegen, schreibt mal in die Kommentare, was euer höchstes Trinkgeld war. Oder was das höchste war, von dem ihr gehört habt. So, kommen wir zur Auflösung vom Gewinnspiel. Ich habe ja gestern ein Video hochgeladen, in dem ich euch meine Trinkgeldbox zeige. Und ihr solltet schätzen, wie viel Geld da drin ist. Und der Gewinner wird hier eingeblendet. Herzlichen Glückwunsch. Danke fürs Mitmachen. Und an euch, die noch hier sind, danke fürs Zuschauen. Like dieses Video, wenn es euch gefallen hat. Abonniert den Kanal. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace out.